Als wir aktiviert wurden, wussten wir, dass die Lage schlimm ist. Weit schlimmer als bekannt. Wir sind hochtrainierte, eingebettete Elite-Agenten. Wir werden gerufen, wenn alles andere versagt. Wir haben keine Regeln und keine Grenzen. Unser Job ist, die Reste zu schützen. Wir sind Ihre Kollegen. Wir sind Ihre Nachbarn. Wir könnten auch Ihre Freunde sein. Aber werden wir gerufen? Lassen wir sofort alles zurück. Wir sind The Division. Stelle herzlich begrüßen zu einem weiteren Let's Play. Heute am Start mit The Division. Mein Name ist Ranzlein vom Swiss Special Operation Command Gaming oder kurz auch SSOC. Ja, heute endlich The Division. Haben am Launch Day schon mal ein bisschen eingeschnuppert und noch mal ein bisschen vorgezockt, damit ich da nicht ganz abfehle. Und ja, ich würde sagen, wir starten da direkt einmal mit der Charaktererstellung. Ja. 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 Machen wir auch. Die Zahlen können eh nicht besser werden. Tätowierungen. Starten wir mal in Brooklyn. Intelligent System Analytic Computer aktiviert. Alle ISAC-Systeme sind online. Gehen Sie für den Waffencheck an der markierten Stelle in Deckung. Waffentest initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. Primärwaffentest erfolgreich. Test initialisiert. Eröffnen Sie das Feuer auf die hervorgehobenen Ziele. So, gut gemacht. Sekundärwaffentest erfolgreich. Willkommen an Bord, Agent. Ich bin Louis Chang, Division Commander der Nordost-Sektion. Sie wurden aktiviert, weil Brooklyn gefährlich instabil geworden ist. Isaac hat uns über Ihre Fortschritte informiert. Begeben Sie sich zum nächsten Safe House für die Entgegennahme der Gesamtausrüstung. Machen wir das. Ja, das Safe House. Agent, ich habe die Bestätigung, dass Ihre Mitagentin Faye Law hier eingetroffen ist. Gut. Melden Sie sich bei ihr, wenn Sie reinkommen. Zu dem Safe House. Da ist etwas ganz Lustiges passiert. Ich habe vor knapp 40 Minuten schon ein neues, scharfes Let's Play anfangen. Und da bin ich genau auch so weit gewesen wie jetzt. Nur haben wir da ein kleines Problem gehabt. Und zwar kann ich euch das gerade zeigen. Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Und zwar nach dem Gespräch mit unserer Mitagentin muss man da seine Identität am Laptop bestätigen. Der hat für einen kurzen Moment gepackt und so haben wir da eine riesige Schlange vom Laptop bis dahinter. Ja, deswegen hat das nicht ganz funktioniert und ich musste ein bisschen warten. Wir verlieren das ganze Viertel. Plünderer sind unterwegs. Sehr viele. In unsere Richtung. Gehen Sie dort in Stellung. Da kommt noch ein Nachzügler. Agentin Faye Law, Division. Zur selben Zeit aktiviert wie Sie. Wir sind die zweite Welle, die losgeschickt wird. Ich weiß nicht, was aus der ersten Welle wurde, aber so wie es aussieht, gibt es noch jede Menge für uns zu tun. Wir haben nicht viele Infos und wir können uns nicht erlauben zu scheitern. Nicht, wenn Manhattan abgeriegelt ist und Brooklyn auf der Kippe steht. Leute wie ich und Sie sind die Letzten, die noch die Stellung halten.
Mit ein bisschen Glück können wir schon mehr sagen, wenn wir uns mit dem Commander treffen. Über die Gesamtsituation, über die, die die Straßen in ein Kriegsgebiet verwandeln, über alles, was uns helfen kann, unsere Arbeit zu tun. Nun entschuldigen Sie mich. Lieutenant? Officer Hazen und sein Team kümmern sich um die Lageberichte. Wenn Sie einen Krisenherd suchen, wenden Sie sich an ihn. Schließen Sie Ihre Aktivierung am Terminal ab, um Ihren Directive 51 Einsatzstatus und Ihre Ausrüstung zu erhalten. So, ich hoffe jetzt, mir hat das Umgefummeln am Monitor von mir nicht gesehen. Bei meinem Kabel durchziehen bin ich aus Versehen noch an den Touch gekommen. So. Dann würde ich sagen, hey, das sollten Sie sehen. Da noch schnell aufstocken. Identität bestätigt. Ah, SHD-Ausrüstung aktiviert. Tipptopp. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns doch gerade alles getümmelt. Warnung! Sie entfernen sich aus dem sicheren Bereich. Isaac kann Funkübertragungen von den Orten auf der Karte abfangen. So erfahren Sie ein bisschen mehr über das, was Sie erwartet. Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück. Sie müssen das nicht tun. Lassen Sie mich gehen. Niemand muss sterben. Ach, verarsch mich nicht. Erledigt die möglichst auf Distanz. Super Schuss. Ah, vermisste Vorratskiste geortet. Oh. Okay. Markierte Position in der Nähe. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Ja, ja, so ist es. Oh ja, ich bin bereit. Oh ja, ich auch. Okay, warte mal schon. Sie geht gegangen. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Schneckgange. So, jetzt gehen wir da gerade noch schnell das Aussichtchen bearbeiten. Und es wird noch schlimmer. Wie es aussieht, sind die Wachleute von Rikers Island entweder tot. Es gibt auch noch andere Outfits von Rainbow Six Siege. Aber da ich es über Steam abgeladen habe und nicht über Uplay, kann ich die Outfits irgendwie nicht abrufen. Das heisst, ich darf es erst nochmal über Uplay abladen und dann das Outfit auswählen. Und ja. Einfach gerade nochmal so 35 oder 34 GB abladen. Na, schießt mir gerade ein bisschen an auf unser Outfit. Agent, wir haben von einer Geiselnahme in einer Bank erfahren. Wie es aussieht, gelangen Sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Yes, sir. Ich sage, machen wir doch das und können Gott Zivilisten retten. Glaub
wenn das ein Witz sein soll. Ist doch nicht lustig. Sehr schöne Atmosphäre. Schade, die Auflösung und Details so weit unten. Ich habe das letzte mit einem Kollegen gesehen, der hätte alles auf Ultra zocken können. Da muss ich einfach sagen, einfach ein Traum. Ich gehe ihn einfach aus dem Weg. Ich war ja ganz am Anfang schon ein bisschen skeptisch, weil sie so viel geredet haben von ba-ba-ba-ba, Downgrade hier, ba-ba-ba-ba-ba. Und ich denke, wird es jetzt echt wirklich so schlimm? Mir selber war es vielleicht gleich, weil ich wusste, mein PC hat gerade nicht die beste Grafikkarte im Moment drin. Deswegen bin ich einfach froh, wenn ich sie einfach flüssig spielen kann, ohne dass ich gerade einen Augencaps bekomme. Aber für meine Kollegen habe ich dann schon gehofft, dass da noch eine Optimierung gibt. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Benutzt ja eh keiner mehr. Roger, was hast du da? Bereich gesichert. Ja, Gegner neutralisiert. Hoi. Ja. Hoi. Theoretisch schon, ja. Das haben Sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich, oh vielen Dank. Das war kümmern sich doch schrecklich. Nur an sich selbst. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Stufe 2. Sechse. So, nehmen wir da lieber die gute M4. 46, 145. Tun wir das Zeug mal weiterverwerten. Ich weiß, es ist ein bisschen lästig, aber das ist eine Angewohnheit von mir. Dass wenn ich Züge im Inventar habe, die ich gerade nicht mehr brauchen kann, gerade zu legen, dann hat man immer wieder ein bisschen Platz im Inventar. So. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Ich werde es versuchen. Obwohl versuchen ein bisschen der falsche Ausdruck ist. Ich werde es machen, ganz einfach. Ups. Jetzt legen wir da mal schnell rüber. Vermisste Vorratskiste geortet. Gesichert. Gegner neutralisiert. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Oh, ist er noch ein bisschen fit geblieben während der Einsätze? Warnung! Feindkräfte nähern sich. Sie haben ihn! Verliert den Bastard! Sie
bestätigt. Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Das Zeug zusammen sammeln. Ja. Jetzt haben wir natürlich da gerade noch etwas zum Modifizieren gefunden. Neues. Ja, dann würde ich Sie gerne mal einen Bericht erstatten. So, und da wären wir auch schon wieder. Genau so ist lange nicht gemeint. Oh, die arme Heide. Fantastische Arbeit, Agent. Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Neuer Einsatz. Gut, dann machen wir es auf den Weg zu dem. Agent, wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Verstanden. Ja. Die Mission habe ich jetzt so das letzte Mal mit dem Hauptcharakter gerade auf schwer gemacht. Und ich habe eigentlich auch vor, auch das mal die gerade auf schwer zu machen. Kann zwar sein, dass ich vielleicht ein, zwei Mal sterbe, aber es gibt definitiv einfach eine bessere Belohnung, mehr Erfahrungspunkte und ein bisschen mehr Kohle. Das gleich auf einfach. Dann können wir nachher direkt weiter nach Manhattan. Agent, bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Warnung. Feinde nähern sich Ihrer Position. So,
nur so, die hängt Granate. Ja, die wird jetzt doch eine Granate werden. Zentrale, hier Division Command. Wir haben einen Agenten zur 84. geschickt, aber alle Eingänge sind blockiert. Division, das ist die beste Nachricht seit Monaten. Kommen Sie von hinten über das Parkhaus. Verstanden, Agent? Da geht's rein. Los. Was ist das? Das ist eine Granate, Kollege. Warnung, weitere Feinde im Anmarsch. Ja, ziemlich schnell. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Erledigen wir den Schaden. Und ziehst du den freien Schuss ab? Aufstocken. So, dann gehen wir auch schon rein. Nur die Stärksten überleben, Mann. So ist es. Ich hätte gedacht, dass es so außer Kontrolle gerät. Du kannst leider nicht zu werden. In einer solchen Situation nicht trauen. Seid ihr gehören nicht zu den Starken. Wer nicht hören will, der muss halt fühlen. Warnung! Feinde entdeckt! Fenty, Mann! Weg! Oh, Mann. Da wird jemand einen schlechten Tag haben. Hey, nehmen wir den Schuss! Mach ihn fertig! Diese Mistkerle!
Terminal. Hey, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich weiß nicht, wo Sie herkommen, aber ohne Sie wären wir geliefert gewesen. Danke. Ah ja, schon gut. Nein. Vorne geht's. Entdeckt. Feinde nähern sich ihrer Position. Lass dir nicht entkommen! Lass dir nicht entkommen! Schlag die Hunde rein in die Luft! Gute Arbeit! Nicht nachlassen, mach weiter! Lass sie! Weitere Feinde nähern sich ihrer Position. Alle sterben. Ganz genau. Sehr schön. Alarm! Feinde entdeckt! Ich nehme nur, was mir gehört. Ich hätte gedacht, dass es so außer Kontrolle gerät. Die Stadt geht vor die Hunde. Alarm! Weitere Gegner unterwegs! Oh. Ich nehme euch alle mit!
verdammter Abschaum. Zügig vorwärts gegangen. Ausgezeichnete Arbeit, Agent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agenten bei mir. Wir treffen uns mit Agent Lau und fliegen zusammen. Commander Chang, Ende. Sehr schön. Hola. Ja. Das wäre so weit einmal gewesen, sozusagen von der Tutorial-Mission her. Ich würde auch mal sagen, wir machen da jetzt mal noch einen kurzen Unterbruch und sehen uns dann nachher wieder, wenn es heisst, ab nach Manhattan. Bis dann. Ciao.